Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Final Fantasy 16. Im Hintergrund spielt triumphale, romantische, inspirierende Musik. Finde ich sehr schön, ne? Hat mich 40.000 Gil gekostet. Also muss es auch gut klingen. Jetzt kommt mein dramatischer Auftritt. Gut, in der letzten Folge haben wir ein bisschen die Wüste von Dalmakias erkundet und einige Kopfgeldjagden abgeschlossen. Es ist immer noch eine Kopfgeldjagd übrig, aber ich weiß nicht genau, wo ich dahin muss oder ob ich da überhaupt schon hin will. Einfach nur, weil der Preis für das Viech sehr viel ist. Die Belohnung meine ich. Und das übersetzt sich zu mir so, hör mal, das ist voll das starke Viech, dagegen hast du noch keine Chance, ne? Außerdem ist der Name Zerstörer der Welt. Also ja, keine Ahnung. In den rosarischen Ruinen. Okay. Hey, warte mal. Ah, ich dachte, war unten links stand immer so, oh, Kopfgeldjagden sind noch hier, ne? Deswegen habe ich gedacht, ich könnte mir irgendwie so hier cheaten, irgendwie so gucken. Oh, hier befindet sich eine Kopfgeldjagd, ne? Sollst du ja vielleicht mal anschauen, ne? Aber anscheinend nicht, ne? Ist leider nicht so einfach. Aber darum kümmern wir uns ein andermal. Wir gucken jetzt erstmal, wie es in der Story weitergeht, ne? Ich sehe Otto, Gav und Jill. Gucken wir mal, über was die ja gerade so am Schnacken sind. Hey, yo. Du bist zurück. Bin ich. Heute sogar mit einer guten Nachricht. Hugo Kupka ist besiegt. Das ist ja... All unsere Kameraden, die es damals nicht geschafft haben, lächeln dir gerade von oben zu. Ich habe nicht gesagt, er ist tot. Ich habe nur gesagt, er ist besiegt. Von Drachenfangs Ende gehört. Ich schätze, das war auch dein Werk, oder? Ist eine lange Geschichte. Bestimmt eine für die Geschichtsbücher. Wir kommen zurück. Endlich zu Hause. Geht's dir besser? Viel besser. Und deswegen werde ich von jetzt an wieder mit dir gehen. Ob du willst oder nicht. Aber natürlich. Will ich das nicht. Gab es Neuigkeiten von den Valutern, während ich weg war? Solltest du nicht die Füße hochlegen? Wenn du es wirklich wissen willst, dann geh und rede mit Vivien. Danke. Der sagt mir eigentlich, mach ich. Das ist das Einzige, was der mir immer macht, ne? Jedes Mal heißt es, oh, sprich mit Otto, der ist voll wichtig, ne? Dann sagt er mir so, oh, red mit Vivien oder red mit jemand anderen, ne? Nur nicht mit mir. Das ist alles, was der immer macht. Warum muss ich überhaupt mit dem reden? Wer ist das überhaupt? Warum ist der so wichtig? Warum muss ich mal mit dem reden? Ich verstehe das nicht. Hi. Der siegreiche Held kehrt zurück. Und er hat kaum einen Kratzer. Ein, zwei Schrammen habe ich schon. Nun, da du gleich zu mir kommst. Alter, Titan war so riesig und ich war auch voll groß, ne? Gehe ich davon aus, dass du noch etwas. Der mit seinen Schwänzen auf mich eingekloppt. Und dann sind wir durch den Berg gefallen. Dann habe ich den Berg kaputt gemacht. Puh, war so krass, er hätte es mal sehen sollen. Er nahm sie mit ins Grab. Wie auch seine Männer. Getötet von orkischen Eindringlingen. Orks, Vivien. In Sturm hat man noch nie welche gesehen. Also der Valuta müssen sie hergebracht haben. Den gesamten Berg da zerstört, ich glaube, da hat niemand überlebt. Ich habe mir noch letztens irgendwie diesen Part angeschaut, ne? Dieses Hausmädchen. Und lassen beide fallen. Das Kupka getreten hat, ne? Das ist auch tot wahrscheinlich, ne? Kennst du die Geschichte vom Blinden und der Adamantaimai? Man lässt sich leicht in den führen, wenn man sich zu sehr auf kleine Einzelheiten konzentriert. Man muss das Gesamtbild im Auge behalten. So heißt dieses, zeigt, so heißt die Riesenschildkröte in Final Fantasy 15. Eine Karte. Hey, wir Zeit für Fire Emblem. Hat ganz Ashra fest in seiner Hand. Aber da gehen wir als nächstes hin dann. Tam, Odins Dominus hat sein Reich durch Blut geeint und behauptet. Der Unabhängigkeitskrieg von Kanva 849
Der Krieg der Wir wollen hier bitte schon den Kampf gegen Titan noch toppen. Die Schlacht auf der Belenus-Höhe 873. An welcher Front die königlichen Truppen auch kämpften, Odin war stets an ihrer Seite zu finden. Jüngst erweckt der König der Kriege jedoch den Anschein, sein Schwert niedergelegt zu haben. Denn obwohl die Schlacht um das Kristalldominium tobt, ist noch kein einziges Valuta-Schiff seinen dalmekischen Verbündeten zur Hilfe geeilt. All das, während die Fäule ungebremst Ashras Boden verschlingt. Ach, das soll diese dunkle... Zeigt das sonst so kriegslustige Valuta... Ich bin schon gewundert, warum die Karte da so dunkel ist. ...fruchtbares Land zu sichern. Wozu dann aber der Aufwand, eine Horde Orks zum Herzen von Drachenfang zu schiffen? Und das, ohne auch nur zu versuchen, den Mutterkristall für sich zu erobern. An einem Mangel an militärischer Macht kann es nicht liegen. Tams Heer ist beispiellos. Nein, es muss mehr dahinter stecken. Denn eines steht fest. Odin wird wieder reiten. Fragt sich nur wann. Wen werden seine Hufe unter sich begraben, wenn es soweit ist? Kurz gesagt, ich weiß nicht, warum Valut Kupka hintergangen hat. Jedoch war es sicherlich Teil eines größeren Plans. Also dämlich in Final Fantasy 13, wo sich Odin in ein Pferd verwandeln konnte, mit Lightning darauf reiten konnte. Boah, ich hasse Final Fantasy 13 so sehr. Um einer Krankheit muss man schüttel gerade voll enttäuscht meinen Kopf. Glücklicherweise hat dein Onkel angeboten, genau das zu tun, indem er die Valuta im Auge behält. Mein Onkel legt sich wirklich ins Zeug. In der Tat. Wir können im Moment nichts tun, als auf seine Berichte zu warten. Nur, du hättest schon eine Aufgabe. Du musst deine Kameraden wissen lassen, dass ihre Toten gerecht wurden. Hugo Kupka ist tot. Die Wunden jener Nacht klaffen noch immer. Besonders bei denen, die Sid schon lange kannten. Vielleicht können diese Wunden endlich beginnen zu heilen. Sieh es als Gebühr für die heutige Lektion. Seit wann bist du denn so empfindsam? Was soll ich sagen? Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sind allesamt in Wahrheit empfindsame Wesen. Das sind wir wohl. Also gut. Ich gehe und sage es ihnen. Oh Gott. Oh, jetzt hat sie neues Zeug zum Verkaufen. Okay. Mit all den Leuten habe ich im letzten Part geredet. Boah, am Ende. Du bist ja schon wieder hier. Was willst du? Geh weg, geh weg. Na, da schaut aber jemand zufrieden drein. Sind die Gerüchte also wahr? Dir entgeht auch gar nichts, Karin. Es stimmt. Kupka ist tot. Ein paar Sorgenfalten weniger also. Gut. Ich habe noch genug andere. Werd nicht übermütig. Also gehe ich ja wortwörtlich zu den Leuten hin, um zu flexen. Hast du was? Oder hast du mich nur... So. Das Ding ist stärker. Aber gibt mir weniger Kampfgeist. Ich hoffe, du hast es passend. Gib mir mal. Ich kann ja noch hochleveln, ne? Von daher. Aber warum kann ich diesen ganzen Mist auch hier kaufen? Schledorn, hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt doch nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte.
Die Zeit ist reif. Oder? Ein neuer Anfang. Mit einem neuen Sith. Ich werde ihm Ehre machen. Ich bin einfach irgendwie durch das Versteck geschehen. Kopka ist tot. Und was darf sein? So. Sag mal, Wert hier verstärken. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Kann ich mir jetzt direkt einen Verstärker plus 1 herstellen? Oder, Diamant? Okay. Oder kann ich mir jetzt herstellen? Ja, Zorn, Verstärker. Und dann müsste der ja wieder stärker sein, als was ich ja vorher hatte, ne? Ja, aber nicht. Später danken. Und nochmal anscheinend. Stärker, Meteorstein. Ja, schon besser. War das stärkste Schwert, was ich ja haben konnte, ne? 255, warum ist das Tisch? Okay, blau ist das. Was das? Ja. Gut. Ja, einige Fertigkeitspunkte bekommen. Letztens ist mir gerade eingefallen. Ja, vielleicht auch mal 4064. Ja, ich sollte die vielleicht mal verbrauchen. Ich gar nicht dran gedacht. Ich glaube, ich tue ja meinen Donnerangriff hochleveln, ne? Anzahl der Blitze wird erhöht, also der Schaden wird erhöht, ne? Oder Geistzorn. Der Angriff ist stärker, ne? Mal den hier rum. Da habe ich schon. So, als nächstes kommt das ja dann, ne? Jetzt mit meiner Waffe auf. Wie sieht meine Waffe eigentlich aus? Oh. Und ein. Nicht einer da. Nehmen wir nochmal. Einschneidig. So, ist die Waffe jetzt stärker? Oh ja, ist sie. Okay, neue Waffe. Ist auch schon mal nicht schlecht, ne? Ha, okay. Dass wir die nächste Esper wieder geschlechtet haben, ne? Können wir wieder so einen Stein oder einen Splitter oder was auch immer. Geschenk des Wissens? Nein. Heute teile ich meines. Hugo Kopka ist tot. Ist das wirklich wahr? Ja. Guck, er heult ja. Wirklich. Er hat Pipi in den Augen. Aus gutem Grund, ihr zwei. Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute. Nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Endlich! Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Bitte lasst mich es den anderen sagen. Hippokrates. Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas absichtlich verschleiert wurde. Alles deutet darauf hin, dass eine solche Kreatur niemals existiert hat. Aber es gibt ihn.
Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt für Sterbliche nicht zu begreifen. Stimmt, Jill war ja auch nicht wach, ne? Ob dieses Wesen, ja, Joshua, hat Torgal den gesehen? War oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich nicht. Aber bis ich das weiß, werde ich meine Forschungen weiterführen. Danke. Vielen Dank. Gut. Mal sehen, ob Otto noch was für mich hat. Ich habe nichts für dich, Clive. Geh und red mit jemand anderen. Okay. Das Ulti war irgendwie nur so eine Bahnvorstellung von uns. Bahnvorstellung. Ist Clive verrückt? Ist das der Grund? Was war das denn? Er hat mir gewunken, ich bin einfach vorbeigelaufen. Seit du zurück bist, schickt Vivian dich durch die Gegend oder was? Sowas in der Art. Okay. Red mit jemand anderem. Ah, du sollst die frohe Kunde verbreiten. War das ihr Vorschlag? Ja. Und sie hatte recht. Die Leute sind alle erleichtert. Alle? Du warst doch noch gar nicht bei allen. Ein paar Kameraden am alten Versteck würden friedlicher ruhen, wenn sie von Kupkas Tod wissen. Erzähl denen davon. Voran Sid. Du solltest zu ihm. Stimmt. Sollte ich. Und das werde ich. Gut. Frag auch mit. Vielleicht begleitet sie dich. Sie hämmert und schraubt von früh bis spät in ihrer Werkstatt rum. Als gäb's nichts anderes mehr. Keine Ahnung, wann sie überhaupt das letzte Mal am Grab ihres Vaters war. Ist gut. Ich frage. Ich meine, es ist ein bisschen offensichtlich, dass sie die Tochter von ihm war, ne? Bei der Kunde aus den Landen ist ein neuer Auftrag. Was? Hier hat sich mal was getan? Ich weiß es nicht. Clive. Willst du mal gucken? Backe, Backe, Wehmut. Na komm. Machen wir das schnell, ne? Okay, der hat mir 20 gegeben, die andere hat mir 10. Ja, vielleicht hätte ich die andere erst machen sollen. Egal. Ich gedacht, dass sich jemand tut. So, schön mit uns. Nein. Ich dachte, wir uns wieder begleiten. Was bringt dich hier? Die Quest. Halt mich nicht auf, sonst hau ich dich kaputt. Also voll sinnlos. Einfach bedrohen. Gut. Hey ho. Ah, Clive. Du kommst genau zur rechten Zeit, wie immer. Ich habe eine Sorge, bei der du mir vielleicht helfen kannst. Ich helfe doch gerne. Erzähl. Man flüstert, es seien zwielichtige Gestalten in der Nähe des Dorfes gesichtet worden. Dazu diese Geräusche, rascheln im Gestrüpp. Die Leute fürchten, sie werden beobachtet. Vielleicht sind es nur blank liegende Nerven, verständlich bei dem, was gerade passiert. Vielleicht ist es aber auch der Auftakt zu etwas Gefährlicherem. Verzeih, wenn ich das so sage, aber dein Riecher für Probleme könnte hier von Vorteil sein. Natürlich. Natürlich. Exakt gleicher Ton. Du könntest zunächst mit den Einwohnern von Kielbrück sprechen. Doch. Höre ihnen zu und ziehe deine eigenen Schlüsse. Ist gut. Warum kann ich nicht einfach irgendwo hinrennen und Leute haben jetzt? Rede erst mit 20 Leuten, dann kannst du die Quest erledigen. Hallo Sid. Gut. Mal hören, was die Leute hier erzählen. Ich frage mich, ob es voll ignoriert oder etwas, das wir ernst nehmen müssen. Hallo Sid, ich frage mich. Oh, okay. Okay. Wollte ich nicht stören. Es heißt, ein paar Träger in Rosaria. Schilder ordentlich. Entschuldige. Hey.
Quinton hat von seltsamen Gestalten in der Umgebung hier geredet. Hast du etwas gesehen? Bist du eine dieser Gestalten? Nein, ich nicht, Chef. Hab aber Gerüchte gehört. Ich bin fast jeden Tag hier, direkt am Tor. Und ich habe nichts Ungewöhnliches gesehen. Keine Sorge. Falls hier irgendwer reinschleichen will, der nicht rein soll, komme ich angerannt. Und schreie. Wahrscheinlich. Alles klar. Meine Hosen werden voll sein. Randvoll. Du bist der Erste, den ich beweisen werde. Mal eine Abkürzung nehmen. Ey, yo. Hallo, Sid. Kann ich helfen? Das kannst du. Ich habe eine Frage. Quinton hat etwas von verdächtigen Schatten in den Wäldern gesagt. Hast du irgendetwas bemerkt? Ah, das. Mir ist nichts aufgefallen. Ich habe die Gerüchte gehört von den Jungs drüben auf dem Weingut, aber gesehen haben die auch nichts. Verstehe. Trotzdem danke. Schon mal hier hoch, ja? Ich war irgendwie voll den Gedanken verloren. Ich weiß nicht wieso. Ich habe irgendwas gerade gedacht. Müssen nicht wissen, aber ich war irgendwie voll verloren so. Habe irgendwie vergessen, dass ich irgendwie ein Let's Play mache gerade. Ey, yo. Hast du kurz Zeit? Im Wald draußen soll irgendwas vor sich gehen. Hast du was gesehen? Was Verdächtiges? Nein, aber etwas gehört. Wie Kratzen auf Metall, als schärfe jemand ein Schwert. Wo war das? Lobers Forstweg. Ich habe Kräuter gesammelt und es irgendwo zwischen den Bäumen gehört. Da bin ich gerannt, so schnell ich nur konnte. Bloß weg von dort. Verstehe. Ich sehe es mir an. Danke. Hat jetzt irgendwie nur Zufall, dass ich hier als letztes geredet habe. Der Forstweg ist wohl unsere heißeste Spur. Was meinst du, Torgal? Sehen wir uns den genauer an? Ich sag einfach nur, ja. Ja, machen wir das, Clive. Ich weiß nicht, warum ich mir ihn als Kettenraucher irgendwie vorstelle. Ja, machen wir das, Clive. Vielleicht können wir danach noch zu einer Tankstelle gehen. Ne? Ich brauche noch ein paar Zigaretten. Was? So. Oh. Mist, wir wurden entdeckt. Nein. Bevor sie fliehen. Was? Sie haben uns entdeckt. Wollt ihr hier? Was geht dich das an? Aber ist doch egal. Zeugen werden mundtot gemacht. Und zwar ohne Ausnahme. Aber das ist schwer. Da tut voll weh, ne? Bonk. Boink. Oh. Falscher Angriff. Ich meine, richtiger Angriff, natürlich. Von da ganz hinten kommt einer. Okay. Also ich mag euch hier kurz einsammeln. Oh ja, danke fürs jetzt auch stärker, ne? Oh ja. Das ist sogar ein bisschen verändern. Soll ich jetzt zwei Blitze auf die werfen? Das ist cool. Bonk. Die Schwarzschilder. Planen sie einen Angriff auf Kielbrück? Ich muss Quinton warnen. Kann man gar nicht mal. Wieder Abkürzung genommen, ne?
einen schönen Tag, Sid. Was bringt dich hier? Wir werden alle sterben. Wir werden angegriffen. Wir sind alle hinter euch her, ich schwör's. Clive, wie läuft zieh die Mauern hoch. Finsteren Gestalten. An Lobers Forstweg hatten sich Schwarzschilde versteckt. Sicher kommen mehr. Schwarzschilde. Einst die Bluthunde der Kaiserin. Heute dienen sie. Ach, wir haben uns um die gekümmert. Jemandem, ja, nicht nur mich, wir haben letztes Mal gesagt, so ja, wir haben uns um die gekümmert, ne? Und wie es scheint, hat die Meute die Fährte der Beute aufgenommen. Verdammt nochmal. Ich hatte gehofft, mir bliebe mehr Zeit. Mehr Zeit für Vorbereitung. Aber in die Enge getrieben bleibt nur der Gegenangriff. Und darum schlagen wir zurück. Entschuldige, aber das musst du mir erklären. Wem dienen die Schwarzschilde jetzt? Und warum sollte er deinen Tod wollen? Weil ich seinen Tod will. Wessen? Ich rede vom ehemaligen obersten Richter Sanbrex. Kielbrück habe ich für ihn aufgebaut. Ich verstehe immer noch nicht. Wieso er? Wieso Kielbrück? Es ist wohl an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Ich war früher einmal ein Justizbeamter. Denn die Ungerechtigkeit der Welt widerte mich an. Ich wollte sie bekämpfen. Und das tat ich auch, auf meine eigene Weise. Nicht wenige korrupte Beamte wurden von mir in genau die Zellen gesteckt, in die sie Unschuldige geschickt hatten. Männer, für die das Gesetz nur eine Peitsche war, um Machtlose zu schinden. Ich war nicht allein. Es war der oberste Richter, der mir half. Er war mein einziger Verbündeter in meinem Kampf für Gerechtigkeit. Was passierte dann? Ich erfuhr, dass er Träger jagte. Als Sport. Er teilte meinen Hass auf Käuflichkeit und Laster überhaupt nicht. Seine Unterstützung für mich war nur eine Fassade. Ein Mittel, um seine Rivalen auszuschalten. Eine Maske, unter der er sich verbarg. Ich reichte sofort Klage gegen ihn ein. Seine Reaktion jedoch war sehr viel heftiger. Er ließ meine gesamte Familie hinrichten. Und das unter dem Deckmantel des Rechts. Ich verlor alles. Meine Liebsten, mein Einkommen, mein Ansehen. Den Glauben, den ich einst hatte, dass die Gerichte ein Mindestmaß an Gerechtigkeit schaffen. Also schuf ich meine eigene. Ich spürte alle auf, die ihm dienten, und schnitt ihnen die Kehlen durch. Er selbst erwies sich jedoch als ein weitaus schwierigeres Ziel. Mit Geld und Macht ist man geschützt. Ich begriff, dass ich eine eigene Armee brauchte. Ja, warum ist denn seine Hintergrundgeschichte so serious? Ich kam hierher, nach Kielbrück, und begann Gleichgesinnte zu rekrutieren. Das ist irgendwie so wie die Hintergrundgeschichte von einem Hauptbösewicht oder so. Plan, du verfolgst? Natürlich. Auch sie verloren ihre Liebsten bei den Jagden auf Träger. Sahen, wie ihre unbescholtenen Freunde an den Galgen kamen. Alles unter dem wachsamen Auge des obersten Richters. Unsere Wunden sind dieselben. Und unsere Sache ist es auch. Wir sind Kameraden. Und unsere Rache ist bereits im Gange. Wir kennen sein Versteck, kennen die Zahl seiner Wachen und ihre Stärke. Na, hau raus. Was wir bis jetzt nicht wussten, war jedoch, dass seine Pläne womöglich auch schon im Gange sind. Quentin. Wir haben wenig Zeit. Er könnte jeden Moment zuschlagen, sofern wir nicht zuerst angreifen. Mit wer meinst du mich, ne? Freunde und Kameraden, es beginnt. Auf in den Krieg. Ich weiß schon, dass ich das alles erledigen kann, ne? Also okay. Was? Okay. Seine Entscheidung getroffen. Okay. Was ist denn hier was? Läden. Er ist so gelb. Ist da was Neues?
Ich dachte ja mal den gleiche Auswahl so an Klamotten. Gefallen dir meine Waren? Verstärker. Platinschwert. Gaia-Schwert. Kann das Ding stärker werden als Platingurt? Ein gutes Auge. Ich mag Kunden, die auf Anhieb wissen, was sie wollen. Ach, der ist aber, ich gerade gekauft habe, oder? Nee, Platin-Schwert habe ich schon lange. Komm gern wieder. Sammel mal wenigstens ein paar Waffen, ne? So, was soll ich denn sonst mit meinem Geld anfangen, ne? Stärker. Das. Oh. Ja, und deswegen finde ich das so doof gemacht, weil wurden jetzt die was soll's. Okay, wo waren die andere Quest nochmal? Und hier nachgucken, ne? Aufträge in der Region abgeschlossen. Alle? Okay, der sagt mir, dass dieses eine Viech hier ist. Okay, abgeschlossen. Aufträge in der Region. Okay, da steht noch Kopfgeldjagd. Ich meine, wir haben ja schon gewusst, dass das Viech irgendwo. Wir haben ja schon gewusst, dass das Viech irgendwo in Rosaria ist. Ne, wir können uns ja mal in Rosaria umschauen. Ne? Haben wir eben zwei Nebenquests. So, machen, ne? Meine Teppiche. Gegangen und er hat nicht einmal Bescheid gesagt. Ist was passiert? Ach, mein Lehrling. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja selbst versuchen, ihn zu finden. Warum würde die Erde sowas tun? Jetzt, wo der Junge weg ist. An einen Fremden wende ich mich ungern, aber ich habe keine Wahl. Bitte, kannst du nach ihm suchen? Mach ich doch gerne. Ich sehe mal, was ich tun kann. Wo könnte er hingegangen sein? Ich habe doch gesagt, die Erde hat ihn verschluckt. Bestimmt hat er sich irgendwo hingesetzt und starrt auf Drachenfang. Er hat früher dort gearbeitet und die Zerstörung hat ihn mitgenommen. Verstehe. Dann werde ich mich mal umsehen. Mama. Backe Wehmut. So geht der Satz aber nicht. So, oh. Guck mal die Abkürzung an, die ich schon geschafft habe. Jo, was geht? Ah. Doch. Nase. Bleh. Gut. Jetzt bin ich ein bisschen unentschlossen. Soll ich in Rosaria mich umschauen wegen der Kopfgeldjagd? Oder soll ich weiter mit der Story machen? Ja, Moment. Was? Hier oben. Was geht, na? Ach ja, doch, fangen. Hey, da war mein Thumbnail. Mehr oder weniger. Vor 2-3 Parts. Verzeihung. Was willst du? Der Bäcker sorgt sich um dich. Ich bin wirklich ein armseliger Nichtsnutz, was?
Auf jeden Fall kein Bäcker. Der Meister bereut seine Wahl bestimmt. Früher hat der Ausblick auf den Mutterkristall meine Nerven beruhigt. Aber jetzt... Du vermisst also den Mutterkristall? Ich hab ihn gehasst. Aber er war meine Welt. Seine Minen mein Zuhause. Und mit ihm wurde ein Teil von mir zerstört. Jetzt schwing ich einen... Das tut mir leid. Ups. Aber Backen liegt mir nicht. Meine Brote sind katastrophal. So hohl, wie ich es bin. Nur der Mutterkristall konnte diese Leere in mir füllen. Och, ich hab ihn geliebt, verdammt. Jetzt ist er weg. Für immer und... Er hat mich verlassen. Was soll jemand wie ich jetzt nur tun? Wie soll ich je wieder Freude empfinden? Sei kreativ. Vielleicht könntest du dich in deiner Arbeit ausdrücken. Drachen fangen einfach in irgendeiner Form neu erschaffen. Neu erschaffen? Drachenfangbrote. Bäcker, kein. Obwohl. Ich glaube, du hast recht. Wie töricht ich doch war. Ich muss sofort zurück in die Backstube. Danke. Danke, mein Freund. Mein Gott. Du hast mir die Augen geöffnet. Dafür hat der Kristall so wichtig war, war so ganz schön einfach zu überzeugen. Selbst Clive denkt sich sowas. Na, hoffentlich kommt der Heil dort an. Selbst Clive musste zugeben, so Alter, das war ein bisschen zu einfach. Das kannst du nicht machen. Boah. Die feinsten Schnuppern mal, mein Herr. Nein, ich will nicht schnuppern, geh weg. Da bist du ja. Du hast ein richtiges Feuer in meinem Lehrling entfacht. Vielleicht sogar ein etwas zu großes Feuer. Er hat mich auf dem Weg zum Ofen fast umgerannt. Meister, sie ist fertig. Seht doch, die Drachensemmel. Eine wirklich einzigartige Schöpfung. Da dürftest du recht haben. Ich kann's kaum fassen. Das perfekte Ebenbild Drachenfangs in Brotform. Spitze Gipfel, üppige Ausläufer, die einladende Höhlung. Gut, meine Leibe mögen oft in der Mitte einsinken, aber was ist Drachenfang schon ohne seinen Krater? Na, ein beliebiger Berg. Sieh doch, innen. Innen ist sie bis außen knusprig und innen ganz weich. Salz, Kristallen. Meister, das ist meine wahre Bestimmung. Durch meine Arbeit hier die Erinnerung an Drachenfang zu bewahren. Nun, wenn sie auch genauso einzigartig schmecken, dürfte dir das sicher ein leichtes sein. Ah, mein Lehrling ist nicht nur zurück, sondern strengt sich auch endlich richtig an. Und wer weiß, vielleicht wird seine Drachensemmel ja ein Erfolg. Wie hast du das gemacht? Jedenfalls vielen Dank. Hab ich doch gern gemacht. Okay. Eine Goblin-Münze. So, ich würde sagen, wir suchen jetzt noch mal andere Viech, ne? So in Rosaria ist halt, ne? So, mein Verdacht wäre jetzt, wir gehen überall hin. Hier wird es aber bestimmt noch irgendwo ein Gebiet geben, das wir noch nicht gefunden haben. Doch. Wir haben alles schon erkundet hier. Aber er soll ja hier sein, ne? Irgendwo. Irgendwo hier wird der schon irgendwo sein. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier überall hinzurennen, ne? 20 Minuten, ja komm. Wir werden ja wohl überall hier durchgerannt sein, oder? Pfleg, Ambrosia. Vielleicht werde ich auch schneiden, wenn er zu lange dauert, ne? So, kleiner überraschender Schnitt. Ja, ich habe Folgendes gemacht, und zwar, ich bin jetzt
20 Minuten lang durch das gesamte Gebiet hier geritten, ne? Hab mich überall umgeschaut, jede Ecke hier abgesucht und ich habe die Kopfgeldjagd, die sich angeblich da unten links sieht man ja Jagdziele in der Region. Ich habe das Viech nicht gefunden. Also hier ist auch noch was. Ja, da war ich auch. Ja, in Lazarus war ich. Habe sogar Städte irgendwie, die Dörfer und so besucht. Also keine Ahnung, wo das Viech ist, ne? Also ich bin da jetzt überall rumgeritten, habe mich überall umgeschaut, ich habe es nicht gefunden. Also nehme ich an, es ist noch nicht da oder vielleicht noch nicht in dem Gebiet, das ich noch nicht freigeschaltet habe oder so, obwohl das schon alles so freigeschaltet aussieht. Obwohl hier ist auch irgendwie nicht passiert, aber vielleicht ist es da, ne? Falkenschei. Nee. Weiß ich nicht. Egal, ich bin ja 20 Minuten rumgelaufen und jetzt, bevor ich irgendwie so 20 Minuten irgendwie aufgenommen habe, wie ich einfach durch die Gegend gerannt bin und nichts gefunden habe, habe ich mir gedacht, ja, machst du einen Schnitt, ne? Und ja, machen wir weiter hier. Tun wir die 20 Minuten hier mit was Sinnvollen verbrauchen. Ich bin wortwörtlich nur durch die Gegend gerannt und ja, habe jeden Stein hier abgesucht, aber ich habe nichts gefunden, von daher, ja, komm. Wird vertagt. Machen wir erstmal hier, ne? Ist wahrscheinlich sowieso zu schwer, also keine Ahnung. Vielleicht soll ich das nochmal offscreen, aber machen wir erstmal die Story weiter. Hey, Mit. Schieß los, Clive. Was steht an? Ich gehe Sid besuchen und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme. Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für. Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat. Die Enterprise. Okay. Gibt's das Luftschiff doch irgendwann? Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen, oh, ein Sid entwickelt ein Luftschiff. Originell. Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht uns mehr Feuer unterm Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Womit wir wieder beim Aggregat wären. Zufälligerweise habe ich in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann, wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Braver Clive. Darauf habe ich gehofft. Zuallererst brauche ich ein paar Teile. Das Aggregat hat drei Hauptkomponenten. Die Panzerung hier leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilder, da fällt auch aus Clives Ohren, dass das Schiff abfackelt. Nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst? Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Zeig sie einfach Schledern. Der macht das schon. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Keine Sorge. Verlangt auch keiner. Entschuldige, was? Alles klar. Also eine, ich habe mir den Kopfgeldauftrag noch mal durchgelesen. Da stand irgendwie was von Ruinen. Deswegen bin ich direkt nach hier diesen einen Ruin gegangen, wo wir irgendwie einen der Kristalle erledigt haben, ne? Phönixtor irgendwo. Aber da kann ich nicht rein. Und ja, mehr weiß ich jetzt im Moment auch nicht. Also wird das jetzt erstmal vertagt, ne? Gucken wir mal. Ich glaube, da ist noch ein Gebiet, das ich nicht betreten kann. Also warten wir vielleicht noch ein bisschen. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Warten wir erstmal, ne? Machen wir erstmal hier weiter. Ich habe
eine Bitte. Die wäre? Sie ist von Matt. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na, sag schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Nimm Liste. Ich habe versucht, sie zu essen, aber im schmeckt mir nicht so. Wie man das braucht, aber ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Hol mal Jeff und Otto her, ja? Ist gut. Ja, bitte hol die automatisch. Also hat uns mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was ich kann. Und was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen mitredet. Deswegen müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Übernehmt ihr das? Besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns. Okay. Boah. Dampferblassen 1. Sammle die nötigen Materialien. Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. Wer von den beiden ist denn jetzt der Holder Auserwählte? Oh, keine Ahnung. Jeff, komm mit mir. Alles klar. Jetzt soll er sagen können, der Otto, damit der auch mal was zu tun hat, aber. Wo finden wir denn jetzt diesen Sternsand? Im südlichen Teil der Weltkreu gibt es einen Fluss. Haltet an seinen Ufern nach schwarzem Sand Ausschau. Ein Fluss im Süden der Weltkreu, ja? Das heißt bei Dalimil. Ich gehe mich da mal umsehen. Vielleicht frage ich auch gleich mal nach Hilfe, falls wir sie brauchen. Danke. Wir treffen uns am Fluss. Während die im Sand spielt, werde ich den Rest bei Schledons Händler besorgen. Bis dann. Wir sehen uns. Lass dich nur nicht übers Ohr hauen. Was? Mich? Das schafft so leicht keiner. Dann legt mal los. Okay. War da irgendwie ein Einfluss jetzt auf irgendwas? Wenn ich jetzt gewählt habe, die Person, die gewählt wurde, stirbt. So. So viele. Schon ein bisschen doof, dass man hier so viele, wie nennt man die, Fetch Quests hat. Also viele Sammelquests und so, wo du einfach nur hin und her rennen muss. Ja, schon so ein ganz kleines bisschen erinnern. Und wo steckt Gav? Das ist doch schon. Schon mal abgreifen. Guten Tag, Gav. Wie geht's? Bin ich spät dran, Gav? Besser spät als nie. Ich habe die Gegend abgesucht. Hier sollte am meisten Sternsand zu finden sein. Also nehmen wir einfach so viel von dem Zeug mit, wie wir können. Keine Ahnung, was Schledern damit vorhat. Ich habe in Dalimil rumgefragt und alle meinten, es taugt nichts. Aber wenn Schledern Sternsand will, soll er Sternsand bekommen. Hier liegt ja genug davon rum. Wir müssen ihn nur einsacken. Das klingt doch einfach genug, ne? Machen wir uns ans Werk.
Ich bin mir ziemlich sicher, es wird hier nichts passieren, um diese Aufgabe zu erschweren, ne? Deswegen gehen wir jetzt einfach mal dahin und sammeln diesen Sand ein, ne? Klingt doch sehr einfach, nicht wahr, Gav? Oder waren Echsen? Also gehen wir mal ganz kurz dahin, sammeln diesen Sand ein, ohne jegliche Probleme. Das ist also Sternsand. Ist auf die Farbe ziemlich gewöhnlich. Irgendwo noch ein. Oh nein. Weil er so mit dem PS4 Controller ist, dann heißt das aber noch eine Stunde lang hält. Sauer. Und ich dachte, ich muss die ganze Zeit am Strand suchen. Ups, falscher Knopf. Ja, was willst du? Sollte wohl reichen. Mal sehen, wie Gav sich schlägt. Ich meine, er wird keine einzigen Probleme haben, ne? Und es wird überhaupt nichts Schlimmes passiert sein mit ihm. Von daher gehen wir einfach zu ihm zurück und schließen diese Mission ab. Bist du fertig? Wie viel Sand hast du? 5. Hoffe ich. 5 Sand. Ja, so 5 Sandkörner. Ach du Sieger. Selbst Schledorn wird da nichts zu meckern haben. Du hör mal, können wir uns kurz unterhalten? Hast du schon gemerkt, dass Otto nie was macht? Ist schon ewig. Ich liebe dich, Clive. Von Mann zu Mann und so. Ja, jetzt wo du sagst. Als du gerade Sids Nachfolger angetreten hattest, war das anders. Wir haben über alles beraten. Es gab viel zu regeln. Das gibt es immer noch. Spürst du langsam die Last auf deinen Schultern? In letzter Zeit sieht man dich ja kaum noch im Versteck. Immer bist du irgendwas erledigen. Du kannst dir ruhig mal einen Tag frei nehmen. Du gehst doch selbstständig hinter feindlichen Linien spionieren. Nur weil du mich dauernd hinschickst. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Ebenso. Gerade einen romantischen Moment. Also schick mich einfach dahin, wo du mich brauchst. Dann mache ich auch weiter. Im sicheren Wissen, dass ich ein Zuhause habe. Dank dir. Gut, das reicht für heute mit der Gefühlsduselei. Bringen wir das Zeug lieber schnell zu Schledorn, bevor er noch mit seinem Hammer um sich wirft. Geh schon mal vor. Ruh dich etwas aus, wenn du da bist. Oh, das werde ich. Kannst du mir glauben? Natürlich erst dann, wenn Schledorn hat, was er braucht. Zu gehen. Okay. Okay. Das heißt, wenn ich Otto mitgenommen hätte, dann hätte ich irgendwie einen herzlichen Moment gehabt, ne? Aber okay. Hoffen wir, Schledorn hat genug Sand. Ich nehme an, da steht da Dampfblasen 1, also nehme ich mal an, ich muss noch was anderes machen, ne? Muss ich wahrscheinlich mit Otto irgendwo hin.
Redon, hast du jetzt alles? Ja, glaube ich. Danke für den Sternsand. Sollte fürs Erste reichen. Wir sollten uns öfter für Missionen zusammentun. Ich hock sonst meistens ganz allein im Feindgebiet rum. Dann mache ich mich jetzt mal an diese Wärmepanzerung. Wird aber etwas dauern. Also falls du was erledigen musst, brauchst du mir nicht die ganze Zeit auf die Hände zu starren. Danke, Schledorn. Ich gehe gleich zu mit und sag ihr Bescheid. Okay. Auftrag abgeschlossen. Dann können wir ja noch mit der ein bisschen schnacken. Wir sollten dann wohl auch zurück an die Arbeit. Ruf einfach, wenn irgendwas ist. Okay. Okay, und wieder zurück zu mit. Sie geht uns wahrscheinlich jetzt noch mal was anderes, ne? Pass auf. Ich weiß auch, wie das hier abläuft mittlerweile. Wir müssen so ungefähr bei 70% jetzt übrigens sein, ne? In der Hauptstory. Als ich angefangen habe heute, war 68%. Nur mal so als Vergleich. Wenn wir jetzt bei 70% sind, wir sind bei Part 30 müssen wir jetzt sein, ne? Das heißt, ich glaube, mit könnte Hilfe. In 10 Parts könnte halt ja schon zu Ende sein. Nein. Wenn mir nicht bald was einfällt. Lass mich raten, was muss ich jetzt machen? Melde gehorsamst, dass Schledorn an der Panzerung arbeitet. Wunderbar. Eins von dreien hätten wir. Und? Was kommt jetzt? Der Helm, würde ich sagen. Für den brauchen wir Material von den Gefallenen. Du meinst aus den Ruinen? Ich dachte, das Material wäre so schwer zu bearbeiten. Also gut, dass wir das nicht müssen. Ach nicht? Zufälligerweise gibt es da diese eine Ruine, deren Bruchstücke exakt die Form und Größe haben, die wir für unser Schiff brauchen. Dingsbums, da kann dir mehr erzählen. Dingsbums. Ah ja. Und diese Person. Ah, Helena, den Namen konntest du ja nicht merken. Ja. Ich bin in Mits Auftrag hier. Oh, dann zeige ich dir mal die Pläne. Also, das hier ist der Mithril-Antrieb und darin wird Mithril verbrannt, um Hitze zu erzeugen. Und diese Hitze wird wiederum in Antriebskraft umgewandelt. Die überschüssige Hitze wird von Wärmeverschubaggregaten aufgenommen, abgeleitet und dann an die umliegende Luft abgegeben. Nur, würden sich die Aggregate allein auf die Panzerung verlassen, dann würde tatsächlich die Menge an überschüssiger Wärme den Verschubkoeffizienten um ein weiteres... Was ist das für ein Geräusch? Oder ist nur mein Kopf? Wir haben Rauchen ist. Würde überhitzen und irgendwann explodieren. Und deshalb so wie mein Kopf. Helm. Er wird mit der Panzerung verbunden. Ich brauche einen Helm. Als eine Art Wärmesenke, die die überschüssige Energie absorbiert. Unsere Experimente zeigen, Kleif liegt einfach nur so tot am Boden. Extrem hitzeresistent ist. Es hält weit höhere Temperaturen aus als alles, womit wir heutzutage arbeiten. Und obendrein ist es wasserfest und rostfrei, was es zum perfekten Baustoff für unsere Schutzhaube macht. Wenn, und ich bete wirklich, dass es nie passiert, Wasser in den Reaktor eindringt, würde es verdampfen und Kräfte freisetzen, die das Schiff zerfetzen, vom Heck bis zum... Danke, schon gut. Hab's verstanden. Mit wollte wohl Teile einer bestimmten Ruine verarbeiten. Wo finde ich die? Ah, ja. Sie liegt an Lobers Forstweg, nahe Kielbrück. Da gibt es nur ein Problem. Ich wünschte, ich hätte die Teile, die wir brauchen, schon früher besorgt. Jetzt hat sich nämlich leider ein unerwünschter Besucher dort niedergelassen. Einfach so hineinspazieren und Material sammeln geht nicht mehr. Es ist jetzt um einiges gefährlicher. Cool. Verstehe. Das verstehe ich. Ich könnte mich ja um diesen unerwünschten Besucher kümmern. Hilft das? Oh, sehr sogar. Danke, Sid. Meine Leute und ich machen uns gleich auf den Weg. Wir treffen uns an der Ruine. Okay. Gut.
mich aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal, ne? Cool. Aber tut sich denn da jetzt jedes Mal wieder was Neues auftun? Ich hat sich noch nicht viel geändert gerade. Na gut. Dann war's das. Ich richtig? Nö. Dann war's das für diese Folge, ne? Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Story, wo wir hier diesen Helm besorgen werden in diesen Ruinen, ne? Cool. Dann, ja, finde ich ein bisschen schade, dass ich diesen Kopfgeldmonster nicht gefunden habe, ne? Aber was soll man machen, ne? Bist du für einen meiner Vorträge hier? Ich mal hier hingehen, damit wieder. Jetzt sieht man auch irgendwie nie was Neues, ne? Gut. Hab gecheckt. Gut. Alles klar. Dann. Ja, guck mal, beim nächsten Mal, was da. Habe ich eigentlich schon alle hier abgeschlossen? Ja, ne? Bitte schön. Immer was zu tun, hm? Gut. Also, dann. Tue ich mal hier in die Ferne schauen, ne? Und oh. Kamera fokussiert bitte. Okay. Und ja, dann werde ich den Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Und was ich mit der Kopfgeldjagd mache, weiß ich nicht. Ob ich auf Screen mal suchen werde oder so, keine Ahnung. Wird aber erstmal vertagt, würde ich sagen. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen, den Kanal voll weiterhelfen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.